Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von ZTL Command World War One. Wir haben den 4. August 1917. So, ich fasse erstmal wieder mal zusammen, was letzte Runde auf der deutschen Seite alles passiert ist. Also, wir haben hier größere Geländegewinne gemacht. Mal schauen, Moment da. So, es wurde Verdun eingenommen. Lüttich wurde quasi, hier wurde noch weiter vorgestoßen. Nancy ist immer noch unser Epinal und Belfort. Sind jetzt quasi fast alle Städte unser, die bis auf Toulouse, die noch befestigt sind. Das heißt, als nächstes wird wahrscheinlich hier Toulouse fallen und dann ist der Weg Richtung Paris, ja, ich will noch nicht sagen frei, aber es geht weiter voran. Die Deutschen graben sich langsam nach vorne. So, dann haben wir hier eine größere Seeschlacht gehabt, hier in dem Kanal. Wie man sieht, die USA ist da. Und versuchen jetzt mit ihren Zerstörern, mit ihren Schiffen da die Seehoheit zu bekommen. Leider wird ihnen wahrscheinlich das nicht gelingen, da der Deutsche doch sehr dominant jetzt in dem Gebiet ist. Seine Truppen sehr erfahren und deswegen wird das etwas schwieriges Unterfangen. So, ansonsten hier oben. Litauen wurde erobert. Lettland ist jetzt momentan, ja, müsste jetzt nächste Runde fallen. Riga wurde erobert und da wahrscheinlich geht es dann weiter nach Estland hier hoch, um einfach hier diese ganze ja, nördliche Hemisphäre quasi zu bekommen. Ansonsten nicht viel Neues. So, letzte Runde zu mir. Italien hat sich kapituliert, das heißt, Libyen wurde mir zugerechnet, plus ganz Italien, bis auf die besetzten Städte. Was ganz komisch ist, hier, die Korps haben alle null, obwohl hier eine Stadt ist. Er hätte sie ja zurückziehen können, da wären die wenigstens Versorgung von 1. So werde ich sie jetzt quasi, wie man sieht, ich will nicht sagen wegwischen, aber ungefähr so ähnlich wird es laufen. Gut, dann würde ich sagen, fange ich gleich mal hier an. 1 zu 9. Ein 2 zu 9 ist es geworden, ist aber nicht schlimm. So, und ein 0 zu 6. Dann 0 zu 3 und das war's dann. So, China ist quasi, wird da belagert. So, der hat auch eine Versorgung von 0. Dann zieht er schon mal weiter. Wird hier gegen den Panzer agieren. Er geht hier und dann kann die Belagerung von Akuna stattfinden. So, du eroberst das hier mal und dann könnte ich dich verlegen. Leider hat Livirona noch nicht die ganze Kapazität. So, dann ziehe ich mal.
Dann bin ich wieder, es geht jetzt weiter. So, schauen wir mal ganz kurz nach der Versorgung. Erstmal nach Rom. Sollte eigentlich die Versorgung gut sein. So, du. So, am liebsten dich setze ich mal hier hin, dann kannst du die nächste Runde hier runterfahren. So, jetzt muss man natürlich noch ein bisschen schauen, dass dir nichts passiert. So, du kannst. Aufklären. Auf Malta sitzt immer noch die Garnison. Die wird der Krieg da wahrscheinlich nicht weg. Aber mit dem U-Boot. So. Ich möchte nicht gern hier anlanden und dann von Tripolis hier Richtung Tunis ziehen. Es bringt nichts, wenn ich hier irgendwo lande. Die werden hier irgendwo Truppen haben. Aus dem Grund so. Kannst du dann schon mal hier hinziehen? Leider andere Häfen habe ich nicht. Du bleibst in Neapel. Du könntest aber nach dort ziehen, jetzt hier noch ein bisschen aufklären, dann sollte es eigentlich frei sein. So, Truppentransporter, ja. Der Hafen sollte schon frei sein, das wäre ganz gut. Zack. So, A ist jetzt bessere Versorgung hier unten. Und B ist der noch unterstellt hier. Dann kann ich nämlich auch ihn. Ist nach da. Hinverlegen und habe ich noch irgendwo anders. Abteilung brauchen wir nicht. Du bist für oben geplant. Mehr Truppen habe ich gerade nicht an einem Hafen. Abteilung, Abteilung. Ja, schade. Dann denke ich mal, wird das nächste Runde werden, wo ich hier versuche, den, ja, Panzerkreuzer aus dem Hafen zu kriegen. So, weiter geht es. So, dann geht es hier oben weiter. 0 zu 5 gegen das Hauptquartier.
So, du bist. Glaube, das nimmt sich nicht viel. Kommst du dran? Nein. So, eine 5er Verschanzung. Ich habe 6 Geschosse. Drei zu drei, bitter. Aber wenigstens hat sich's gelohnt. Obwohl ich jetzt niemand auf dieses Feld ziehen kann. Ja. Ja, schade. Ist nicht da. Zwei zu zwei in diese Richtung. Unten komme ich nicht weiter. So, Versorgung Nummer 2 nach unten. Und du tauscht jetzt mit ihm. Kannst du nächste Runde auf Genua schießen. Meine Welt jetzt nicht so viel wegnehmen, aber immerhin ein bisschen. So, mit ihm kann ich noch mal auf den kanischen Hauptquartier oder hier hin. Halt zu verlocken. 1 zu 1, ne. Aber das tat, denke ich mal, ganz schön weh. So, verstärkt man noch mal, wo es geht. Das jetzt so nochmal verstärken, ihn noch mal hoch. Gut, dann war es das mit den Italienern. Läuft gut, würde ich sagen. Das waren jetzt, ich glaube, zwei Hauptquartiere und eins sehr schwer beschädigt. Also das ist schon böse. So, mit ihm gehe ich mal ein Stück zurück, soweit es geht. Mit ihm gehe ich mal hoch, ein bisschen Flankenschutz geben. So, jetzt geht's weiter.
Könnte ich hier mal erkunden, aber geht nach vorne. Könnte mich hier reinquetschen und auf das Hauptquartier schießen. Und dann hätte ich noch Suges, würde ich noch an. So, der Rest wird. Ich würde sagen, der Rest wird verstärkt, naja. Viel ist es ja nicht. So, Partisanen sind noch alle abgedeckt. So, 2 zu 0. Ja. Bisschen zu sehr verschanzt, aber ich stehe vor Kairo, belagere Suez. Das heißt, mit hier könnte man dann Truppen herholen. Relativ schnell. Dann müsste hier auch Kairo irgendwann fallen. So, dann auch mal Basra. Basra hat eine Verschanzung von 6. Ist nicht wert, Basra erstmal belagern. So, guck, dass die Versorgung stimmt. Nicht die beste, aber immerhin ein bisschen. Das Hauptquartier ist wahrscheinlich zu weit weg. Gut. Oben habe ich noch eine Artillerie, die kann ich noch verbessern. Dann mal überlegen, wo ich sie hinschicke. Ja, mal überlegen. Kann ich mir nächste Runde mal durch den Kopf gehen lassen. Kommt drauf an, wie sich die Lage hier so verändert. So, ihr bleibt da, wo ihr seid. Belagern ist gut. Ein Hauptquartier ist auch da. Ich wollte echt gerne noch ein. So, du bist nach dort. Abteilung, du bleibst da, die Abteilung bleibt da, die Abteilung bleibt dort, noch eine Abteilung und ein Korps. Die auf den Truppentransporter schieben und nach hier bringen, dass die Truppen dann schon mal. Hier hingehen können oder verschifft werden. Aber mal gucken. Ich lasse das so. Das ist eh nur eine Abteilung. An der Seite. Würde ich sagen, ich guck mal in die Forschung. Was habe ich denn noch nicht? Was muss noch unbedingt gemacht werden? Führungskontrolle könnte ich nochmal einen Punkt reinsetzen. So, und damit ist die Forschung schon wieder durch. Jetzt kann ich mir neue Einheiten mit dem Österreicher setzen. Mein Flugzeugmutterschiff, wichtig. Und ich habe noch, kann mir noch ein paar Schiffe kaufen. U-Boote. Ein Schlachtschiff. August 18 ist der da, also in einem Jahr. Warum denn nicht? So. Und der das Osmanische Reich hat 300, hat natürlich noch
85 Punkte zur Verfügung, kann ein bisschen Spionage machen, könnte Produktionstechnologie forschen. Artilleriewaffen forsche ich schon. U-Boot, ja, Erdkampfwaffen. Panzerentwicklung, ja, wäre gut. Erstmal ein bisschen Produktionstechnologie und kaufst dir jetzt 222. Auch ein Eisenbahngeschütz holen. Marineinfanterie. Kauf einfach mal ein Korps. September da. Man hat wieder ein bisschen was am Mähen. Dann ist das gar nicht schlecht. Gut, dann beende ich jetzt meine Runde und schau mal, was der Computer so macht. So, der uneingeschränkte Sieg stärkt die deutsche Moral. Lettland kapituliert. Deutsche Reich bekommt 34 MPPs. So, U-34 wird im sehr beschädigt. So. Der Produzent des Films Spirit of 76 wird wegen Volksverhetzung angeklagt. In 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Da, Fortschritte schwere Bomber auf 78% und Langstreckenflugzeuge auf 30%. Und U-Boot-Jagd auf 38 und Logistik auf 39 und ich bekomme Jagdflugzeuge Stufe 2 und Panzerführung Stufe 2. Dafür bekommen die anderen Industrietechnologie auf 43. Nur beide 800. So ein bisschen mehr Einkommen jetzt schon. Aber man kann sie nicht beschweren. So, Truppen werden verstärkt. Ja. Feindkontakt. Aua. Na, mit ein bisschen Glück kann ich da die Eisenbahnlinie unterbrechen. Dann müsste auch die Versorgung ein bisschen runtergehen. Und Genua dann quasi, weil Genua ist dann quasi fast abgeschnitten. Steht ein französisches Linienschiff, ein englisches U-Boot und ein österreichisches. Na? Nein! Boah, das wollte ich verhindern. Aber egal, der Hafen ist frei, ich kann jetzt rein. Seine gibt mir, hier kann ich, das ist mein Hafen. So, Abfangjäger. Bestimmt, das sind ja schon Stufe 5 Jäger. Ah, ist halt bitter, die sind so erfahren langsam. Schade, nicht gesehen. Dann Nummer 2 gegen 0.
So, dann geht das wieder los. Artillerie schießt. Auf die eigenen französischen Städte. Na, schieß ruhig. Gucken, ob sie sich aus Nizza zurückziehen. Ja, dann könnte ich Richtung Toulouse, mit Toulon und Marseille vorrücken. So. Ja, er steht ja was. Etwas bedenkliche Position, sagen wir es mal so. Weiß nicht, ob er es überlebt. Aber das Hauptquartier war es mir einfach wert, dann zu greifen. Besonders weil ich Suez belagere. Na, mein Artillerie schießt zum ersten Mal. 4 zu 1. Kommt wahrscheinlich gleich der Panzer. Ne. 1 zu 3. Autsch. Ja, kann man nachbauen. Aber es wird ein paar Runden dauern, bis er das Hauptquartier wieder auf volle Stärke hat und das kostet ihn. Ja, relativ viel. So, er sieht die Schiffe weg, das ist gut. Kann ich jetzt mit der ganzen Flotte da nach unten? Dann Richtung. Doch glatt den Namen vergessen. So, er verstärkt sich noch ein bisschen und dann war es das wahrscheinlich schon. So, der Panzer hat Nachschubmangel. So, in Siena auch wahrscheinlich. Uneingeschränkte Sieg stärkt die deutsche Moral wieder. Und diplomatischer Erfolg Niederlande Richtung Entente. Oh. Blockieren deutsche Importe und britische Moral fällt unter 50%, französische Moral auch. Hui. Wenn die ja schon sagen, das kann es ja nicht gut sein. So, ein Korps wurde zerstört. Und hier, wenn die das schon ankündigen. So, bei Kairo ist was gesichtet worden. So, der Deutsche kriegt einen Marinebomber und ein Kavalleriekorps und ich krieg meine Torpedoboote. So, schauen wir ganz kurz mal auf die Moral. Frankreich 47% und das Vereinigte Königreich 47%, der Amerikaner 103, der Deutsche 164 und ich würde 187. Osmanische Reich 70. So, ich kann ein bisschen was verstärken. Das. Gut, dann würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.